Hallo zusammen. Ich sitze heute hier zusammen mit Carsten Tögel-Linz von der Frankfurter Stelle LegalHighInhaltsstoffe.de. Da habt ihr schon viel von gehört in letzter Zeit. Die kümmern sich um die Analyse von Cannabis mit synthetischen Cannabinoiden. Großes Thema hier in letzter Zeit. Und wir haben auch noch das Glück, Volker Auwärter von der Uni Freiburg dazu zu bekommen. Ein Toxikologe, der sich auch viel mit dem Thema befasst. Erste Frage geht an Carsten. Ihr habt ja jetzt schon seit einer Weile das Testangebot online. Ihr habt Proben geschickt bekommen seit mindestens Sommer letzten Jahres. Kannst du mal kurz zusammenfassen, wie viele Proben da so reingekommen sind und was ihr da so drin gefunden habt? Ja, also man muss sagen, wir machen das nicht erst seit Sommer letzten Jahres, wir machen das schon seit Ewigkeiten für alle Formen von Legal Highs oder neuen psychoaktiven Substanzen. Und insbesondere da arbeiten wir auch sehr mit der Uni Freiburg zusammen, die uns netterweise ja immer die Tests gratis irgendwie gemacht haben. Seit letztem Sommer testen wir verstärkt auch Cannabis mit synthetischen Cannabinoiden. Also das ist so fast unser Hauptding, was momentan reinkommt. Wir haben jetzt seit Stand gestern, glaube ich, 350 oder 360 Proben getestet. Und mehr als 100 davon waren tatsächlich auch mit synthetischen Cannabinoiden verstreckt. Okay, dann aber auch 250, die sauber waren. Aber fangen wir erstmal andersrum an, bevor ich jetzt frage, wieso schicken die Leute euch sauberes Gras? Erstmal die Frage, findet ihr denn überhaupt alles da drin? Vielleicht ist auch eine Frage eher an Volker. Ich erinnere mich noch daran, als Spice aufgekommen ist, damals mit dem ersten synthetischen Cannabinoid, JWH18, glaube ich, hat auch erstmal kein Mensch gefunden, weil es einfach nicht bekannt war und als Referenzgröße einfach auch nicht nachgesucht wurde. Kann man denn jetzt garantieren, dass wirklich alle synthetischen Cannabinoide gefunden werden bei so einem Test oder können da immer noch welche durch die Lappen gehen, die nicht auf dem Markt sind? Ja klar, das kommt natürlich auf das Labor an und wie die Spektrenbibliotheken aufgestellt sind. Also man sieht natürlich im GC-Screening zum Beispiel schon, ob da was drin ist, was nicht reingehört. Man wird es aber nicht immer identifizieren können, wenn das jetzt ein ganz neuer Stoff ist, den man eben noch nicht in seiner Bibliothek hat. Wir sind eigentlich schon so up-to-date, dass wir alles auch erkennen, was in diesen Stoffen drin ist. Klar, irgendwann gibt es wieder einen neuen Stoff, dann muss der natürlich erstmal strukturell aufgeklärt werden und dann weiß man aber, wie er aussieht. Vorher sieht man aber schon, dass was drin ist, was nicht reingehört. Also insofern, und man kennt auch an bestimmten Mustern, dass es ziemlich sicher dann eigentlich so ein Stoff ist, der zu den Cannabinoiden zählt. Also insofern, man kann das schon erkennen. Problem ist eher vielleicht auch die Messempfindlichkeit, weil es sind ja unterschiedliche Mengen beigefügt zu dem Cannabismaterial. Und je weniger das ist, desto kleiner werden natürlich die Signale. Und je nachdem, wie ich den Extrakt herstelle, kann es dann auch sein, dass ich praktisch unterhalb der Nachweisgrenze bin und das Spektrum dann nicht mehr sehe, obwohl eben ein bisschen was drin ist. Allerdings kommt man dann da eher in so einen Spurenbereich, wo man auch gar nicht mehr wirklich davon ausgehen würde, dass es noch eine Wirkung macht. Okay, GC ist Gaschromatograph nochmal für alle. Nehme ich mal an, ja, das ist eigentlich die einzige Methode, mit der da überhaupt gearbeitet wird bei dieser ganzen Analysegeschichte. Gut, kannst du dich persönlich überhaupt an einen Fall erinnern, wo ihr da so ein Signal gehabt habt, von wegen, da ist jetzt irgendwas drin und wir wissen aber nicht was und ihr könnt auch nicht rausfinden, was? Gab es das überhaupt mal bei dir? Naja, das kommt immer wieder vor, weil die Stoffe wechseln ja ständig. Das war ja von Anfang an so, dass teilweise im Wochentakt neue Stoffe auf den Markt kamen. Der Takt ist jetzt so ein bisschen runtergegangen von der Schlagzahl, aber es ist immer noch so, dass im Jahr 5, 6 neue Wirkstoffe kommen und klar, wenn die das erste Mal da sind, dann sehen wir auch ein neues Spektrum und müssen dann erstmal schauen, was das genau ist. Also das ist nach wie vor der Fall. Allerdings dann eher, wir machen ja auch Testkäufe in den entsprechenden Shops, die jetzt explizit Räuchermischungen verkaufen. Da geht es also jetzt nicht um gespikedes Cannabis, sondern wirklich um die Stoffe. Und da finden wir natürlich schon immer mal wieder was Neues. In dem Cannabismaterial, was wir bis jetzt untersucht haben, war eigentlich immer Altbekanntes drin. Oder jedenfalls schon länger Bekanntes. Und ja, es ist ja eigentlich ganz interessant, weil das war ja schon sehr früh so ein Verdacht, dass das irgendwann mal so auftreten könnte. Und lange Zeit war eigentlich nichts in der Richtung. Wir haben immer wieder Verdachtsfälle gehabt, hier, da stimmt was nicht mit dem Gras und so. Und da war aber einfach nichts. Und das hat sich jetzt tatsächlich doch
ziemlich dramatisch geändert. Vor allem bei uns hier unten Richtung Schweizer Grenze sind wir ja. Und da kommt offenbar sehr viel aus der Schweiz gerade rüber nach Deutschland. Und da haben, also wir haben auch einige größere Sicherstellungen da untersucht, wo eben CBD-Hanf dann entsprechend aufbereitet worden ist und wirklich im Kilomaßstab dann nach Deutschland rüberkam. Hm. Gut, vielleicht nochmal an alle, die hier zuschauen, die es am Titel noch nicht gemerkt haben oder nicht so drin sind in der Materie. Es geht hier nur um Cannabis, das gepanscht ist mit synthetischen Cannabinoiden, aber eigentlich verkauft wird als normales Cannabis, wo die Konsumenten also überhaupt nicht damit rechnen, dass da jetzt irgendwelche Drogen aus dem Labor da drin sind. Du hast mir gerade ein gutes Stichwort gegeben, vor allen Dingen bei euch da unten Richtung Bayern, Richtung Grenze. Carsten, ihr habt ja jetzt mittlerweile einige Proben gehabt, die positiv waren. Wie ist denn die regionale Verteilung? Kannst du dazu was sagen? Ist wirklich im Süden ja der Schwerpunkt? Also da hat es zumindest angefangen irgendwie. Da haben wir so die ersten Proben gekriegt irgendwie unten aus München vor allen Dingen. Der Großraum Bayern ist wie immer da an der vordersten Front gewesen. Und mittlerweile monitoren wir das so ein bisschen auch auf einer interaktiven Karte, die wir immer mal wieder updaten. Kann ich auch gerne unten ans Video anklinken, nochmal den Link, dass er das sieht. Aber momentan sieht man eigentlich, dass es flächendeckend ganz in Deutschland ist. Also die meisten positiven Proben haben wir aus Berlin, aber auch München ist weiter dabei, Hamburg ist dabei, Osnabrück. Es kommt natürlich, ich meine, 350 Proben und 100 positive ist jetzt auch nicht die Riesenmenge. Nicht bei allen wissen, wo es herkommt. Von daher kannst du da jetzt nicht irgendwie sagen, das ist die Hauptregion. Das ist vielleicht gerade die Region, wo Leute verstärkt einschicken. Und in der anderen Region hat sich's noch nicht so rumgesprochen, aber vielleicht ist die Belastung des Cannabis dort höher. Das können wir nicht sagen. Also ich würde da jetzt keine Aussage treffen. Die einzige Aussage, die unsere Karte eigentlich so ein bisschen zurückschließen lässt, ist, dass das, was wir am Anfang gedacht haben, dass es tatsächlich ein Problem rein aus dem südlichen Raum ist, dass wir das so nicht mehr sagen können. Also es ist in ganz Deutschland der Fall. Und von welchem Marktanteil von synthetischen Cannabinoiden würdest du jetzt ausgehen? Es gibt ja Schätzungen zwischen 10% und 80% des Marktes. Ja, da gibt es die dollsten Spekulationen. Viel mehr als spekulieren kann man ja auch fast gar nicht. Ne? Aber vielleicht magst du auch ein bisschen spekulieren. Was meinst du? Ganz viel oder ganz wenig? Ich finde, eine Spekulation ist da nicht sehr seriös. Also gerade wenn eine Spekulation von über 10%, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Wenn wir davon ausgehen, dass wir bei uns 30% positiv haben in den Tests, aber die Leute ja vorher gefragt haben, warum schickst du ein, wir Nebenwirkungen abfragen, also es einen ganz konkreten Verdacht dazu gibt und wir schon nur 30% finden und es wird eigentlich eher weniger als mehr, dann gehe ich davon aus, dass du wirklich im ganz geringen 1%-Bereich irgendwo was wahrscheinlich hast, wenn du den kompletten Markt nimmst. Aber auch das wäre ja, wenn wir es hochrechnet auf den Cannabiskonsum in ganz Deutschland, eine ganze Menge Stoff, um es mal so auszudrücken. Aber da kann unter Umständen Volker mehr dazu sagen, weil er ja auch so ein bisschen andere Einblicke noch hat, als wir mit den reinen Proben, die wir von den Usern bekommen. Naja, es ist auch von der Sicherstellungsseite schwierig. Zum einen habe ich da auch keine aktuellen Zahlen, was jetzt die Landeskriminalämter angeht zum Beispiel. Ich weiß nur, dass überall inzwischen solche Sicherstellungen auch aufgeschlagen sind. Aber auch da ist ja immer die Frage, das ist ja alles nicht repräsentativ, auch was da sichergestellt wird. Ich denke auch, dass es im unteren Prozentbereich irgendwo vielleicht sein könnte. Das ist, glaube ich, eine ganz vernünftige Schätzung. Aber das bewegt sich ja auch. Ja, das kann ja auch schnell mal mehr oder weniger werden wieder. Ne? Und auch das wären ja einige tausend Leute, die davon betroffen sind, die mehr oder weniger regelmäßig solche Substanzen konsumieren. Welche Folgen hat das? Kann man das so grob sagen für alle synthetischen Cannabinoide oder muss man da riesige Unterschiede machen? Ist das vergleichbar mit Cannabis oder nicht? Wer will die Frage haben? Ja, also ich kann dazu mal was sagen. Also vergleichbar ist die Wirkung im niedrigen Dosisbereich unter Umständen schon. Deswegen wird der Konsument es auch gar nicht unbedingt merken, wenn da eine kleine Menge draufgebracht ist. Zumal ja auch CBD-Hanf schon kleine Mengen THC enthalten kann. In der Schweiz ist es ja bis zu 1% THC, was dort zugelassen ist. Also insofern muss man das jetzt nicht direkt merken. Was aber Tatsache ist, ist, dass diese Stoffe an sich von ihrem Potenzial her schon wesentlich gefährlicher sind als THC, also reines Cannabis. Und zwar, weil sie einerseits bei einer erhöhten Dosierung schnell zu
wirklich massiven gesundheitlichen Problemen führen können. Da gibt es eben auch Todesfälle im Gegensatz zu Cannabis, wo sowas ohne Vorerkrankungen jedenfalls nicht auftritt. Und das Zweite ist, dass es deutliche Anzeichen dafür gibt, dass diese Stoffe auch schneller zu einer deutlichen Toleranzentwicklung führen und in der Folge wahrscheinlich auch zu einer heftigeren und schneller eintretenden Abhängigkeit. Das sind so die Punkte, die einem da ein bisschen Sorge machen. Ja. Also vielleicht noch mal ergänzend, was du gerade gesagt hast, Volker. Ich sehe das bei den Diskussionen mit der Abhängigkeit bei den Leuten, wo wir das ja auch gerade bei den Räuchermischungen zum Beispiel haben oder auch bei den Liquids, mit ganz, ganz massiven Entzugserscheinungen auch. Also viel, viel heftiger, als wir die jetzt bei Cannabis kennen. Das sehen wir schon. Also da ist durchaus eine Gefahrensituation gegeben. Auch so Geschichten wie komatöse Zustände oder ähnliches, was wir nicht bei normalen Cannabiswirkungen jetzt mal so sehen würden, haben wir jetzt auch schon als Nebenwirkungen bei mit Cannabis gestreckten Gras angegeben bekommen. Gut, also okay, die schlimmsten Auswirkungen setzen sich deutlich ab von Cannabis und wir kriegen hier auch massenhaft entsprechende Erfahrungsberichte rein. Haben auch entsprechend viele Leute, die davon überzeugt sind, dass sie da eine Cannabis mit entsprechenden synthetischen Cannabinoiden in der Hand haben, schicken euch die ein, ne? Und jetzt sagst du aber doch, 250 von 350 Proben sind sauber. Da ist gar kein synthetisches Cannabinoid drin. Wie erklärt ihr euch das, dass die Leute vorher eigentlich sicher sind oder den starken Verdacht haben, dass doch was drin ist? Woran liegt das? Ja, die Erklärung ist relativ einfach. Ich meine, Cannabis ist ja in seinen Wirkungen auch schon durchaus ambivalent. Es wirkt nicht jedes Mal gleich. Ich meine, jeder, der ein bisschen sich auskennt, weiß, dass Set und Setting eine Rolle spielen und dass Cannabis-Joint halt nicht immer gleich wirkt. Und wenn es halt mal, sag jetzt mal, daneben geht und nicht so angenehm ist, dann ist natürlich schnell der Verdacht bei der Hand, dass mit dem Gras was nicht stimmt. Ja, das muss aber eben nicht der Fall sein, sondern es kann einfach sein, dass man am falschen Tag die falsche Dosis erwischt hat. Und dann wird es halt unangenehm. Das ist einfach, das liegt ja auch durchaus im Potenzial von Cannabis, was nicht gestreckt ist. Und ich denke, dass es häufig eben dann so ein Missverständnis ist. Wir kriegen im Übrigen auch aus anderen Bereichen häufig so Verdachtsproben, auch alkoholische Getränke, wo der Verdacht ist, da wurde was eingemischt und so. Und da ist es das gleiche Spiel. Auch Alkohol kann eben sehr unangenehme Wirkungen haben, auch eben wieder, wenn man sich in der Dosis verschätzt häufig. Und die Leute sind dann der Überzeugung, das kann nicht sein, da muss mir jemand was ins Getränk haben und kommen gar nicht auf die Idee, dass der Alkohol selber das eben auch verursacht haben kann. Ich denke, das ist auch eine Sache, wie man sich da gut reinsteigern kann. Also ich meine, wir alle kennen das irgendwie. Du rauchst einen irgendwie und merkst, du hast einen Herzrasen oder du merkst eine Beschleunigung deines Herzschlags und dann hast du gerade letztens was gelesen beim Hanfverband irgendwie von wegen synthetische Cannabinoide und kriegst plötzlich Panik und dein Herz fängt noch schneller an durch die Panik und du steigerst dich dann rein und plötzlich sagst du hier mit dem Gras ist das nicht in Ordnung. Herzrasen ist eine der häufigsten Nebenwirkungen, die uns genannt wird irgendwie. Und dann schickst es bei uns ein und dann sagen wir, nee, ist ganz normales Cannabis, aber es ist vielleicht auch einfach die Panik gewesen, die in dem Moment in Kombination noch mit der Wirkung von der Substanz hattest. Also ich denke, das ist schon menschlich, allzu menschlich, um es mal so auszudrücken. Aber es ist oft in der Beratung dann schwierig, dass die Leute es auch nicht glauben wollen. Und Streckmittel, könnte das vielleicht auch noch eine Ursache sein, dass sie dann irgendwas erwischt haben, wo zwar was drin ist, was nicht reingehört, aber eben keine andere Droge, sondern eben ein Streckmittel, wie diese Kunststoffgeschichten oder so? Sehr unwahrscheinlich, weil, also ehrlich gesagt, das mag es zwar vereinzelt geben, aber das ist sicher nochmal deutlich, deutlich seltener als jetzt eben das mit Cannabinoiden. Oh, okay, da müssen wir eigentlich sofort das nächste Video anschließen zu der Frage. Da lassen wir mal so stehen erstmal für heute. Ich muss auch sagen, dass wir das nicht beantworten können an dem Punkt, weil wir wirklich nur auf die synthetischen Cannabinoiden testen. Also ich meine, wir lassen den GC laufen, aber wir gucken wirklich nach den synthetischen Cannabinoiden und nicht, ob da noch andere Streckmittel drin sind. Genau, dabei wollen wir dieses Video jetzt hier belassen. Ich hatte halt einige, die schon, also ich meine, ich habe ja viel auch Gespräche darüber und so, ne? Viel Stichwort Streckmittel vielleicht auch als ein Grund, aber klare Ansage, eher nicht der Grund, sondern die Leute kommen einfach manchmal mit THC auch nicht so gut klar. Jetzt wollen natürlich alle wissen, wie erkenne ich das denn? Die Leute spielen da im Prinzip jetzt auf einmal
russisch Roulette gefühlt, ja, dass sie auf einmal als Cannabiskonsumenten, die eigentlich sich für eine Substanz entschieden haben, die relativ beherrschbar ist, zumindest keine tödlichen Risiken hat, keine schweren gesundheitlichen Risiken, in dem jedenfalls keine großen. Und jetzt auf einmal sind sie im Prinzip der Gefahr ausgesetzt, dass da eine tödlich wirkende Substanz drin sein kann. Jetzt wollen natürlich alle wissen, wie erkenne ich das? Ja, habe ich irgendeine Möglichkeit? Und wir lesen auch in den Kommentaren alle möglichen Geschichten. Ich frage vielleicht gleich nochmal einzeln nach, aber erstmal grob die Frage, gibt es außer Gaschromatograph irgendeine Möglichkeit, zuverlässig synthetische Cannabinoide in Cannabis zu finden? Tja, also ob jetzt durch Riechen, Schmecken oder Schauen jedenfalls nicht. Das ist nicht möglich. Also man kann auch CBD-Hanf von normalem Cannabis, also Drogenhanf, nicht unterscheiden, optisch oder geruchsmäßig. Und ob da jetzt was aufgesprüht ist oder nicht, es geht um so winzige Mengen letztlich, dass das nicht erkennbar ist. Und selbst mit dem Mikroskop wird man da, meine ich jedenfalls, praktisch keine Chance haben. Außer das ist so stümperhaft gemacht, dass da sozusagen noch Pulver, so Kristalle drauf zu erkennen sind. Das ist aber üblicherweise eben nicht so gemacht, sondern es wird aufgesprüht und das ist nachher dann auf diesen Harzdrüsen oder so gar nicht zu erkennen. Es gibt natürlich gewisse Vortestverfahren, ein Ionenmobilitätsspektrometer zum Beispiel. Wer 20.000 Euro übrig hat, kann sich da eins kaufen und dann kann man da also auch einen Verdacht generieren, wenn da was drauf ist. Ist aber auch nicht sicher. Es gibt keine einfachen Möglichkeiten, sich da zu wappnen. Klare Ansage. Wie angedroht, muss ich trotzdem Details nachfragen, weil das Sachen sind, die dann sowieso wieder kommen, die unterm Video sonst als Frage kommen. Aber man kann doch so und so, ne? Wasserlöslichkeit ist eine der Theorien, die ich gelesen habe, die erstmal plausibel klingt, von wegen echte Cannabinoide sind nicht wasserlöslich, aber die künstlichen schon. Und wenn man die jetzt meinetwegen vorher das Gras in ein Glas Wasser tut und nachher trocknet und dann raucht, dann müsste es sauberer sein als vorher oder so. Ist da was dran? Wasserlöslichkeit? Irgendein Indiz? Nee, also da ist gar nichts dran, weil im Gegenteil, viele von diesen Stoffen sind sogar noch weniger wasserlöslich als THC oder die klassischen Cannabinoide. Deswegen, das stimmt erstmal generell nicht. Es gibt so ein paar wenige, die vielleicht etwas höhere Wasserlöslichkeit haben, aber dass die in Wasser sich auflösen würden, da kann man lange drauf warten. Das passiert nicht. Ja, ein paar wenige bringt ja auch nichts, ne? Wenn, dann will ich auch sicher wissen, dass gar keins drin ist und nicht nur, dass irgendeins nicht drin ist. Das Gleiche würde ich jetzt mal annehmen, gilt für den nächsten Punkt, Siedepunkt. Haben wir auch gehabt, Leute, die gesagt haben, ja, das Zeug siedet zum Teil schon was früher als normales Cannabis oder später. Ne? Und wenn ich im Vaporizer die richtige Temperatur nehme, dann kann ich damit im Prinzip die anderen ausschalten. Spielt das irgendeine Rolle, unterschiedlicher Siedepunkt? Nee, also das wird auch nicht funktionieren. Natürlich haben die unterschiedliche Siedepunkte, das ist schon richtig. Und es gibt jetzt vielleicht auch einzelne wieder, die möglicherweise so viel höher sind im Siedepunkt, dass die jetzt, wenn man den richtig einstellt, den Vaporizer, gerade noch nicht kommen. Aber man hat da ja immer so Mitnahmeeffekte. Also es ist ja nicht so, dass das quasi anfängt zu sieden und dann kommt wie bei einer Destillation nur das eine rüber, sondern man hat ja immer da so ein Gemisch letztlich. Und ist ja auch schwierig, da so eine Temperatur ganz exakt einzustellen. Die meisten Verdampfer können das ja gar nicht, sondern das wird eben dann lokal jedenfalls wesentlich heißer. Also ich denke nicht, dass es funktioniert, dass man da quasi so eine fraktionierte Destillation macht oder sowas. Also es ist okay. In jedem Fall ein safer Use-Tipp. Also selbst wenn du synthetische Cannabinoide ist, Vaporizer immer besser als klassisch rauchen. Aber die synthetischen Cannabinoide wirst du damit nicht vollständig rauskriegen oder zumindest unterdrücken können. Nach safer Use kommt eh gleich nochmal. Aber meine letzte Frage zum Wie erkenne ich, ne, diese ganze scheiternde Reihe von Vorschlägen, Testkits. Haben wir bei Corona gerade schwer im Kommen. Die gibt es auch für synthetische Cannabinoide. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Wenn nicht, ist auch kein gutes Zeichen. Aber diese, ich nenne sie mal EZ-Testkits, habe ich jetzt zum Beispiel gesehen, ohne jetzt Werbung für die Firma machen zu wollen. Taugt das was? Kann man damit irgendwie arbeiten? Also ich habe jetzt dieses konkrete Produkt noch nicht ausprobiert. Das müsste man halt machen. Aber alles, was ich bisher in dem Bereich mal ausprobiert habe, es ging ja, das ist natürlich auch was in anderen Kontexten gefragt ist, zum Beispiel
synthetische Cannabinoide sind ja in Gefängnissen ein großes Problem, weil die da eingeschmuggelt werden auf Papier etc. Und da hätten die Beamten natürlich auch gerne ein Instrument in der Hand, wo sie das dann schnell erkennen, eben zum Beispiel mit so einem einfachen Farbtest. Und bisher hat das alles definitiv nicht funktioniert, auch mit UV-Licht oder irgendwie solche Scherze. Das funktioniert alles nicht. Es sind einfach auch zu kleine Substanzmengen und die sind auch chemisch so divers, dass man jetzt mit einer einfachen Farbreaktion, die ja immer auf eine funktionelle Gruppe letztlich abzielt, dann nie ans Ziel kommen kann. Das geht faktisch einfach gar nicht. Also die Schnelltests, wo ich mir die Beipackzettel durchgelesen habe, das ist aber jetzt auch schon ein Moment her, dass ich nicht zu dem ganz speziellen, die sind auch meistens auf veraltete Cannabinoide gewesen, weil der Markt sich so schnell, bis die einen Schnelltest entwickelt haben, sind wir schon wieder bei ganz anderen Substanzen, die wir auf dem Markt hatten. Also das ist als Laie jetzt zumindest das, wo ich immer denke, das kann es nicht sein irgendwie. Ja. Das ist ein Schnelltest, aber JWH 18 finden wollen, ja. Ja, genau, ist gar nicht mehr unterwegs. Okay, auf jeden Fall keine sichere Bank, auch so ein Schnelltest nicht. Jetzt habe ich, oder wir haben jetzt viel Zeit verwendet, um die ganzen Hoffnungen zu zerstören im Prinzip der Leute, ja, die wissen wollen, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt können sie also nicht selber testen, jetzt wollen sie woanders testen und dann sind sie bei euch, Carsten. Wie läuft das? Was müssen die Leute machen, wenn sie jetzt diese Substanzen oder Cannabis eben handfühlt, meinetwegen überprüfen lassen wollen? Also erstmal grundsätzlich ist es so, dass wir wirklich darum bitten, nur einen zu senden, wenn ihr wirklich ganz konkreten Verdacht habt und eine ganz komische Wirkung habt oder sonst was, weil ansonsten schaffen wir das nicht. Und dann geht er bei uns auf die Seite, auf die www.legalinhaltsstoffe.de Seite und da unter die Online-Beratung und stellt eine Anfrage. Und dann werden entweder ich oder die Kollegen, im Moment meistens nur die Kollegen, mit euch einen Chat beginnen. Und da werden sie euch dann auch sagen, wo ihr es hinschicken sollt und wie ihr das verpacken müsst und wie viel wir brauchen, um diese Analysen zu machen. Datenschutz? Datenschutz, das Ganze ist SSL verschlüsselt. Du brauchst keinen Anmeldenamen oder sonst irgendwas. Du brauchst keine E-Mail-Adresse. Du loggst dich ein und du kriegst da einen sechsstelligen PIN. Und mittels des PIN kriegst du dann auch das Ergebnis. Also wir wissen das auch nicht. Und wir sagen den Leuten auch, wenn sie es dann zuschicken, bitte keinen Absender draufschicken, schreiben oder zur Not auch einen falschen oder sonst was. Weil wir wollen es gar nicht wissen, weil wir wollen gar nicht in das Risiko kommen, dass es irgendwie rückverfolgbar ist. Lieber geht mal eine Probe verloren und ist weg, als dass da irgendwas passiert. Ja, manchmal ist das schade, wenn man die Daten nicht hat. Ich habe auch schon mal bei Carsten nachgefragt, aber wir würden gerne jemanden interviewen, der halt schon mal was gehabt hat, ne, wie es ihm damit ging und so. Aber wir hätten gerne jemanden, der auch labormäßig mit Sicherheit eben synthetisch Cannabinoide hatte und nicht einfach nur einen schlechten THC-Trip. Aber Carsten konnte mir auch nicht anonym eine weitergeleitete Nachricht an die bisherigen Probanden schicken, von wegen, hey, der Handverband will mit jemand reden, habt ihr Lust oder so. Keine Daten mehr da, die Leute nicht mehr zu erreichen. Also das ist eine sichere Sache. Kann man sich wenden an euch, ohne Angst zu haben. Du hast gerade schon gesagt, das ist ein bisschen knapp mit euren Testkapazitäten. Ihr könnt nicht einfach alles annehmen. Ihr müsst möglichst sorgfältige Vorgespräche führen mit den Leuten. Wie groß sind eure Testkapazitäten denn bis jetzt maximal? Ausreichend tut es scheinbar nicht. Wie soll das weitergehen? Wir brauchen ja mehr Testkapazitäten, auch so ein aktuelles Thema in anderer Sache. Ja, also es wäre ja schon gut, wenn ein paar andere Städte auch noch anfangen würden mit Drug-Checking irgendwie. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann auch mal für Cannabis. Es wäre auch schön, wenn die Polizei mal ihre Daten veröffentlichen würde oder sowas. Das würde für uns dann die Arbeit natürlich auch ein bisschen erleichtern, wenn man ein bisschen sieht, was ist auf dem Markt unterwegs oder sonst was. Unsere Testkapazitäten ausbauen ist relativ schwierig im Moment. Polizeidaten, also kleinen Sicherstellungen werden ganz sicher bei der Polizei nicht auf synthetische Cannabis. Genau. Da machen die höchstens eine Dünnschichtchromatographie und schauen, ob da THC drin ist. Und das war's. Ja. Das wäre also wäre gar nicht abfragbar, sondern wenn, dann kriegt man dann nur Daten über die Großsicherstellung. Da würde es in der Regel auffallen. Aber nur als Einwurf. Also auch dort gibt es eigentlich diese Daten nicht. Ne? Aber ich sage es jetzt mal so, mit 350 Analysen haben wir mehr analysiert als die meisten Drug-Checking-Organisationen in ganz Europa. Mit denen sind wir ja auch ganz gut vernetzt. Also wenn ich sehe, die Schweizer machen, glaube ich, 10 Proben pro Woche. Gut, die testen auch wirklich alles. Da siehst du dann auch den THC-Gehalt, CBD-Gehalt, ob Prix drin ist und all diese Geschichten. Das machen wir nicht. Aber es ist bei uns halt tatsächlich eine Sache, die wir nicht gegenfinanziert haben. Also wir machen das so
Und wir sind da auch, weil man folgt ja gerade hier, haben auch dankbar, dass die Uni Freiburg uns da ein Backup gibt. Also gerade, weil vorhin haben wir ja drüber gesprochen, unsere Datenbanken sind nicht so gut wie die von der Uni Freiburg. Da sind die schon die Führenden. Und wenn wir irgendwas haben, was wir nicht wissen oder was wir nicht kennen, dann können wir das immer noch weiterschicken und kriegen da fundiertes Ergebnis dazu. Ansonsten könnten wir das auch auf dem Niveau gar nicht leisten. Gut, also ja, vielleicht kriegt ihr noch ein paar Toxikologen und Labormenschen dazu, aber ich nehme lieber mal mit, von wegen mehr Städte sollten Drug-Checking machen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Fazit zu der Frage. Und dann komme ich auch zur letzten, nämlich Safer Use ist schon angesprochen worden. Wie sollen sich Konsumenten jetzt verhalten, die vielleicht Cannabis aus einer neuen Quelle haben, nicht so ganz wissen, was sie davon halten sollen, nur aus dem Park oder so, und denke, er könnte vielleicht gepuncht sein jetzt mit diesen neuen Substanzen. Safer Use, Carsten, was sind deine Tipps? Wie können sich die Leute einigermaßen schützen davor? Ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, Safer Use in dem Bereich. Also eine Sache möchte ich mal vorne wegschicken, in Zeiten von Corona sowieso keine gute Idee, aber rein grundsätzlich ist ja, gehört ja beim Cannabiskonsum auch das Rundgehen von einem Joint irgendwie auf einem Festival oder sowas dazu. Damit sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, gerade wenn man die Leute nicht kennt. Es kann ja sogar direkt sein, dass Räuchermischungen drin sind oder dass die Leute sogar wissen, dass sie synthetische Cannabinoide gewöhnt sind. Wenn man es nicht gewohnt ist, haut sich um, ist keine schöne Erfahrung. Irgendwie vor allem, also gerade in Corona natürlich eh nichts weitergeben, weil sonst kann ich mich ja auch noch mit anderen Sachen infizieren, über den Joint herumgeht. Also das wäre so die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass man, wie der Volker das vorhin ja schon beschrieben hat, du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht riechen, du kannst es nicht irgendwie abklären. Also eine gute Quelle, der ich vertrauen kann, vielleicht Homegrowing sogar selber zu betreiben, ist dann natürlich immer der safeste Weg, irgendwie weiterzugehen. Da weißt du ganz genau, was du angebaut hast und welche Spinnenmilben auf deiner Ernte sind. Also Spaß beiseite. Also du kennst dein Produkt, um es mal so auszudrücken. Das ist natürlich eine gute Geschichte. Wenn du tatsächlich kaufen musst oder kaufen willst, dann wirklich vorsichtig anzutesten, so wie wir es früher eigentlich eher bei Kokain oder sowas gehabt haben oder bei Speed, zu sagen, ich mache so erstmal den Antestversuch mit einem Zehntel der Menge und guck, wie wirkt's oder sowas, das wäre schon eine Sache. Und wenn ich merke, dass es wirklich total schräg ist, lieber mal nicht rauchen als zu viel rauchen. Ja, das ist bei uns auch immer der Klassiker, wenn ihr irgendwie wirklich den Verdacht habt, da ist wirklich sowas drin, wegschmeißen, ja, ganz klare Sache, nicht konsumieren. Wir haben immer wieder Leute, die dann das trotzdem konsumieren und irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen vielleicht noch machen oder eben vorher ein Glas Wasser oder ein Vaporizer oder so. Alles nicht sinnvoll, einfach wegschmeißen, fertig, aus. Ja, damit sind wir, glaube ich, soweit durch. Ich hoffe, wir haben ein paar Zuschauern noch ein paar Fragen geöffnet, das Thema nochmal näher gebracht. Vielen Dank euch beiden. Ihr wart eine große Bereicherung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.